Schönen Dank, dass Sie nochmal bei uns sind. TTIP, letzte Runde heute Abend. Ich habe nochmal nachgeguckt, war fleißig, habe gelesen, knapp 10% aller deutschen Exporte, bummelig 113 Milliarden Euro, sind im Jahr 2015 in die USA gegangen. Das sind, ja, das ist nicht schlecht. Knapp 5% aller Importe, rund 60 Milliarden, stammen aus den USA. USA sind also Exportpartner Nummer 1, sagt der Verband Außenhandel. Mehr als 600.000 Jobs, sagen Sie, hängen damit indirekt von dieser Partnerschaft ab. Können wir uns leisten, TTIP in die Tonne zu treten? Das sind Zahlen, die haben wir jetzt, ohne ein Abkommen. Die Frage ist, was kriegen wir durch das Abkommen? Kriegen wir mehr? Und ich verstehe mal nicht so ganz die Logik, die da herrscht. Also wir sagen, wir wollen Autos exportieren, damit hängen Arbeitsplätze. Daran hängen Arbeitsplätze. Die Autos exportieren wir in die USA. Die sind bekannt als Automobilproduzenten. Ja? Und machen dort vielleicht den amerikanischen Automobilmarkt schwächer. Das heißt, die Leute, die früher noch in Detroit oder sonst wo in Automobilwerken arbeiten, verlieren ihren Job, verlieren aber auch ihr Einkommen, um vielleicht einen Mercedes oder einen BMW oder einen VW zu kaufen. Also wir müssen, glaube ich, immer die Gesamtlogik im Auge haben. Wir profitieren davon, aber andere haben ihre Nachteile dadurch. Würde es für Sie einen Unterschied machen, wenn wir in Deutschland, Europa, dieses Handelsabkommen nicht abschließen würden und es wäre im Rahmen des Transpazifischen Abkommens dann der japanische, chinesische, andere Automobil- oder indische Automobilhersteller, der das Gleiche am Endeffekt erzielt? Am Ende des Tages geht es doch darum zu sagen, ja, Wettbewerb an welcher Stelle von wem kommt und können wir etwas möglicherweise dazu beitragen, weil wir ja nicht so stark machtpolitisch orientiert sind in Europa, sondern eher ethisch daherkommen, können wir an dieser Stelle vielleicht dazu beitragen, dass es weniger wehtut dabei. Wir hatten ja vorhin schon Provokation, nehmen wir gleich nochmal auf. Das Beispiel mit VW und wie ethisch VW und mit seinen Produkten in den letzten... Bei den falschen Anreizen würde ich das nicht in allen anderen Ländern auch ausschließen wollen. Nein, aber ich meine, worauf wir doch hinaus wollen, oder ich glaube, wir hatten auch schon eine gewisse Einigkeit, es ist keiner hier gegen Handel. Wir haben schon die Maßstäbe für Handel festgelegt, das sind das Pariser Klimaabkommen und die Sustainable Development Goals, also die nachhaltigen Entwicklungsziele, auf die sich die Weltgemeinschaft geeinigt hat. So etwas ist weder bei TTIP noch CETA richtig drin. Okay. Also die werden zitiert. Die werden im CETA-Abkommen werden sie zitiert, aber man merkt es nicht, dass die mit Leben gefüllt werden. Dahinter steckt ein Paradigmenwechsel. Im Moment wird Handelsabkommen, was auch einen Sinn macht, das will ich gar nicht leugnen, aber deswegen gemacht, weil Handel kostensenkend tendenziell ist. Und deswegen es wirtschaftliche Vorteile bringt und Produktivität auch steigert, weil die Anreize und Zwänge größer zu werden, besser zu werden, damit man im Handel mithalten kann. Das ist nichts grundsätzlich Schlechtes. Der Strukturwandel, der dahinter hängt, ist auch eine ganz normale Sache in unseren Volkswirtschaften. Das kann man auch entsprechend gestalten. Jetzt geht es aber darum, wir müssen auf eine neue Entwicklungsstufe kommen. Die Klimaschutzziele, wenn man es schafft, nur 1,5 Grad oder 2 Grad, man will ja unter 2 Grad bleiben, die Erderwärmung so voranzutreiben, so durch Menschen gemacht, dann wird man hier gigantische Klimaveränderungen schon haben. Ich habe also mit Schrecken vernommen, also eine Hochrechnung, man weiß nie genau, wie es kommt, dass im Jahr 2100 also die Gradzahl hier um 8 Grad im Durchschnitt in Nordeuropa steigen wird. Das ist ein mögliches Szenario, was man also berechnen kann mit Computersimulation. Dann haben wir hier Mittelmeerklima in Deutschland. Um diese Dimensionen geht das. So, da muss man gegensteuern und das muss man auch zur Leitlinie von Handelspolitik letztendlich machen. Aber das muss die Leitlinie für alle Politiken werden, dass man das reduziert. Und das ist im Moment nicht, bei dem Beispiel mit Automobilen muss man schauen, wie nicht nur die Zulassung allein, sondern wie kriegt man das auch gleichzeitig hin, dass die Autos also tendenziell zurückgedrängt werden im Verkehr, zumindest also Spritfresser, ich weiß nicht, welche Szenarien da absolut notwendig sind, wenn man wirklich Klimaziele erreichen. Das muss man machen. Und nicht möglichst viele also in die USA verkaufen zu können, das kann nicht das Ziel sein. Wenn die mit Elektromobilität und Wasserstoff fahren, glaube ich, ist es CO2-neutral, wenn das aus grünem Strom kommt und dann ist es wieder eine andere Rechnung. Aber die Sendung gibt es nach der Sommerpause bei mir. Da müssen Sie wieder reinkommen. Aber ich würde gerne noch mal nur ganz kurz sagen, das, was wir jetzt überlegt haben, was eigentlich neue Erfordernisse sind, macht deutlich, dass ich glaube, wir brauchen, wenn
es überhaupt zu was Vernünftigem kommen soll, wirklich einen Neustart. Weil das sind ja jetzt keine Kleinigkeiten, die man irgendwie noch reinverhandeln kann. Und deswegen halte ich auch nicht so viel davon, dass einige Leute noch darauf setzen, wir müssen jetzt versuchen, unheimlich schnell noch TTIP unter Dach und Fach zu bringen. Bei dem Widerstand, den es auch in Amerika gibt, und da gibt es ja auch Sorgen und im Übrigen auch berechtigte Sorgen. Man soll ja das nicht immer nur aus der eigenen Linse sehen. Deswegen glaube ich, dass wir bei dem ganzen Thema internationaler Handel, auch freier Handel, wirklich einen Neustart brauchen, der überhaupt noch mal diese Politiken zusammenführt. Wir können doch nicht getrennt heute Handelspolitik von solchen Themen wie einer internationalen Energiepolitik und auch Entwicklungsthemen sehen. Und deswegen, weil Sie das vorhin mal sagten, haben wir eigentlich nur verbesserte Produkte in den Regalen oder nicht? Ich glaube, wir haben auch in mancherlei Hinsicht Produkte, die auf eine Weise hergestellt wurden, wenn wir an die Textilbranche denken, wo ich glaube, das ist wirklich ein Qualitätsverlust, was auch die Arbeitsmarktbedingungen und andere Dinge angeht. Und deswegen sind wir, glaube ich, wirklich aufgefordert, Neustarts zu machen, die ein anderes Setting von der Zielsetzung schon versuchen aufzunehmen. Und auch das wird nicht leicht sein. Und da würde ich auch sagen, dass man soll sich darauf einstellen, dass das nicht ganz schnell geht. Aber wenn es ein Prozess ist, der das auch in eine gemeinsame Richtung lenken kann, dann wäre das ja vielleicht ein Fortschritt. Dazu zu dem Punkt Prozess. Zu dem Punkt Prozess. Wir sind uns einig, das Publikum auch. Der Prozess ist wahrscheinlich keiner, der in den nächsten 2-3 Jahren weiterführt, weil dafür zu viele Wahlen anstehen in Europa und in Amerika. Angela Merkel, dann nochmal den Ball zu Ihnen, Christian Dürr, hat vor einigen Wochen bei Barack Obamas Besuch in Hannover gesagt, the proof of the pudding is the eating. Also, ob der Pudding schmeckt, wird man beim Essen rausfinden. Der Pudding, haben wir gerade gelernt, ist ja offensichtlich irgendwie verkocht und angebrannt und wird niemandem mehr schmecken. Sehen Sie das auch so? Bei dem Pudding unterhält man sich zurzeit noch über Rezeptur, ehrlicherweise. Das haben wir alle gemeinsam festgestellt, wie viele Fragezeichen noch dabei sind. Diejenigen, die ihn probieren müssen, jedenfalls als Vorkoster, sind die Mitglieder des Europäischen Parlaments. Und auch da wünsche ich mir manchmal in deutscher Politik ein bisschen mehr Vertrauen. Der Bundesvorsitzende der SPD hat ja gerade bei CETA gewettert sozusagen, die Europäer könnten das nicht, das müsste national entschieden werden. Die Wahrheit ist, der Rat ist dabei. Das heißt, die Regierungen sind dabei bei solchen Abkommen und die Europaparlamentarier. Jetzt sitze ich wieder neben meinem SPD-Kollegen und sage, ich habe durchaus Vertrauen auch in die deutschen Europaparlamentarier. Ich finde, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da einigen Tendenzen, über Trump haben wir vorhin geredet, es gibt ja andere Euroskeptiker im Europäischen Parlament, die uns das kaputt machen wollen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir denen nicht auf den Leinen geben, indem wir den Parlamentariern immer unterstellen, die hätten eigentlich keine Ahnung, das müsste national in Europa entschieden werden. Ich bin glühender Europäer an der Stelle. Freiding und ich sind einer Meinung, das freut mich. An der Stelle sind wir einer Meinung. Meinung, das freut mich sehr und ich glaube auch in den Zielen sind wir an vielen Punkten einer Meinung. Lassen Sie mich eine kurze Replik auf Herrn Knirsch noch geben. Auch er sagt ja, im Ziel Welthandel ist gar nicht ganz so schlecht irgendwie. Aber dann sagt er im gleichen Satz, und es geht um internationalen Handel dabei, dann sagt er im gleichen Satz, ja, die armen Menschen in Detroit, die jetzt arbeitslos geworden sind, weil die Produkte einfach nicht mehr innovativ waren, die wären ja vielleicht davor befreit gewesen, wenn man da keine Audis und VWs und Porsches und Daimlers hingeliefert hätte. Mit Verlaub, glauben wir ernsthaft, dass die deutsche Automobilindustrie, wenn sie protektionistisch eingebettet wäre, ohne internationalen Handel, ohne internationalen Konkurrenzdruck, dass es heute wettbewerbsfähige deutsche Autos geben würde? Ich sage ausdrücklich nein. Im Gegenteil, Welthandel führt zu Produktivitätsfortschritten. Das ist gut für Unternehmen, zugegebenermaßen übrigens auch für die Arbeitnehmer, die entsprechende Löhne bekommen. Aber er führt insgesamt zu Innovation und Fortschritt, übrigens auch im Bereich der Umwelttechnologie. Und wenn wir das Momentum nicht nutzen, und da lassen Sie mich noch ein bisschen positiver. Aber das ist keine Einbahnstraße. Wenn wir das Momentum nicht nutzen, sondern sagen, nein, das schadet eher. Wir machen eher Angst vor internationalen Handel. Ihr verliert eure Arbeitsplätze. Das hat aber niemand getan. Über Detroit klang es so. Das wäre, glaube ich, der falsche Ansatz. Wir gehen den falschen Leuten auf den Leim. Hier geht es darum, über die Verteilung des Kuchens. Hier wird immer so getan, wir hätten einen Globus, der ließe sich ausweiten, aufblähen, noch mehr Produkte, noch mehr Handel. Ich habe gerade über Ökologie gesprochen. Ja. Ökologische Fortschritte. Aber wir hatten auch schon andere Statements heute hier. Ne? Wir brauchen Wirtschaftswachstum, wir brauchen Arbeitsplätze. Klar, nichts gegen Arbeitsplätze. Aber man muss sich die Logik doch noch mal vor Augen führen und vielleicht auch hinterfragen. Kann das aufgehen zwischen Europa und USA, gleichzeitig zwischen Europa und Kanada? Wir haben das Transpazifische Partnerschaftsabkommen. Wir haben die ganzen anderen Abkommen.
Es gibt nur einen Kuchen, der verteilt werden kann. There's one world, there's one cake. Muss immer wieder erarbeitet werden. There's one cake, there's one Sendung und die ist vorbei. Insofern danke ich Ihnen herzlich, dass Sie so tapfer durchgehalten haben bei einem wirklich sehr komplexen Thema. Danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich in weiten Teilen an die Spielregeln dieser Sendung gehalten haben. Ich hoffe, es hat Ihnen geholfen und Sie gehen schlauer nach Hause, als Sie hergekommen sind. Danke Ihnen herzlich für das Engagement und für die Fakten und für die Einordnungen und für die Positionen. Ihnen einen schönen Abend. Ich hoffe, Sie kommen gut nach Hause und wir sehen uns hoffentlich nach einer Sommerpause gesund und munter wieder. Dann mit dem Thema Automobilindustrie und der Zukunft eines Verbrennungsmotors oder nicht. Bleiben Sie neugierig und kommen Sie gesund wieder aus dem Sommer zurück. Vielen Dank.